Handelskammer Bozen. Nun zum sechsten Mal organisiert das WIFI, der Weiterbildungsservice der Handelskammer Bozen, ein branchenübergreifendes Treffen für Unternehmerinnen, Selbstständige und Frauen in leitender Position. In Südtirol gibt es 9.701 weibliche Unternehmen, das heißt, fast jedes fünfte Unternehmen, 17,8%, ist in den Händen von Frauen. Kennzeichnend für Frauenunternehmen sind die vorwiegenden Rechtsform des Einzelunternehmens und eine Tätigkeit im Bereich Landwirtschaft, Gastgewerbe, Handel oder der Dienstleister. Diese Initiative ist für die Handelskammer Bozen sehr wichtig, weil für uns ist die Frau in der Wirtschaft ein besonderes Anliegen. Wir haben versucht, seit 2001 verschiedene Maßnahmen durchzusetzen. Eine vor allem die Initiative Frau in der Wirtschaft, wo praktisch das WIFI der Handelskammer Bozen verschiedene Kurse anbietet. Zusätzlich haben wir vorgesehen, haben wir praktisch ein Beratungspaket vorgesehen für Existenzgründinnen und für Nachfolgerinnen. Zudem hat die Handelskammer seit 3 Jahren auch einen Beirat für das weibliche Unternehmertum eingesetzt. Es sind viele Frauen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen in Südtirol, die Vorschläge bringen, Ideen bringen und Netzwerk bilden. Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto Erfolgsstrategie, Networking, Businesskontakte knüpfen, pflegen und nutzen. Die Expertin für Networking und Bestseller-Autorin Monika Schedin informierte die Teilnehmerinnen darüber, wie erfolgreich Vernetzen funktioniert und welche Chancen geschäftliche Netzwerke bieten. Den teilnehmenden Frauen wurde aufgezeigt, wie gute Kontakte geknüpft, effizient gepflegt und klug genutzt werden. Also mein Beitrag geht über das Thema Networking, Erfolgsstrategie-Networking. Und schon Goethe wusste, der isolierte Mensch kommt nicht ans Ziel. Das heißt, egal was wir vorhaben, wir brauchen immer andere Menschen dazu. Lieferanten, Kunden, Verbündete, Freunde. Und es geht in meinem Beitrag darum, wie jeder Einzelne Möglichkeiten findet, seine Zielgruppe anzusprechen, ihre Zielgruppe anzusprechen. Und wie ich anfing in München, vom Niederrhein kommend, es war wie in einem anderen Land, hatte ich eine gute Idee, aber keine Kunden. Und ich musste anfangen, Kunden zu gewinnen und habe dann gelernt, wie Netzwerken geht. Und Netzwerken ist nicht geben und nehmen, wie viele denken, sondern Netzwerken ist geben und bekommen. Und warum? Weil man gerne mit ihnen zu tun hat und weil man ihnen vertraut. Das ist das Prinzip von Netzwerken. Nach dem Vortrag bekamen die Teilnehmerinnen unter Anleitung der Expertin aus Deutschland sofort Gelegenheit zur praktischen Umsetzung der erlernten Notionen zum Thema Networking. Die Frauen konnten im Austausch untereinander und mit der Expertin das Thema der 6. Ausgabe von Treffpunkt Frau in der Wirtschaft im Detail erörtern. Jedes Jahr organisieren wir den Treffpunkt Frau in der Wirtschaft. Das ist das Highlight der Initiative Frau in der Wirtschaft. Dann ist es Gelegenheit für Frauen, sich zu vernetzen, Kontakte zu knüpfen, wertvolle Kontakte. Das ist ja auch das Thema des heutigen Abends, Business Networking. Denn die Frauen wissen inzwischen, es reicht nicht, kompetent zu sein, sondern man braucht auch gute Kontakte und richtige Kontakte. Das WIFI, der Weiterbildungsservice der Handelskammer Bozen, organisiert jedes Jahr Seminare, Workshops, Lehrgänge für Unternehmerinnen, für Selbstständige, für Frauen, die in Führungspositionen kommen wollen. Aber der Treffpunkt Frauen der Wirtschaft, das ist das Highlight jedes Jahr. Für weitere Informationen steht das WIFI, der Weiterbildungsservice der Handelskammer Bozen, zur Verfügung.